Hallo und herzlich willkommen zurück bei Eats Munchies. Wir haben hier irgendwas ganz Neues, einen Fellball. Bounces items that bump into it. Also es muss irgendwas drauffallen, so wie es aussieht. Hier können wir Bienen auslösen auf jeden Fall. Haben wir noch irgendwas, was wir auslösen können? Nicht wirklich. Guck mal, hier kann ich so noch so ein Furball machen auf jeden Fall. Jetzt schauen wir uns die mal an. Alles klar. Oder auch nicht. Und was ich machen muss, ist hier irgendwie das aufsprengen, ne? Das heißt, ich muss irgendwie hiervon einen Schuss hier rüber bekommen. Und warum das Schwein da ist, erschließt sich mir auch noch nicht ganz. Also ich kann hier, den kann ich dann einstellen, wie ich will. Also ich kann hier auf jeden Fall einen Schuss hier rüber leiten. Irgendwie. Womit ich dann das da hier wegsprengen kann auf lange Sicht, glaube ich. Nee, das machen die Bienen nicht mal. Kann ich das hier irgendwie abprallen lassen? So schief. Okay. Das hat ja besser funktioniert als gedacht. Leitet das nicht um? Doch. Hey. Ah, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so. Beenden. Nochmal. Ach! So. Nochmal hier. Ich weiß nicht, warum ich auf Stopp geklickt habe. Und das fliegt jetzt genau. Das habe ich mir fast gedacht. Bäm. Cooler Level eigentlich. Und jetzt habe ich ein Problem. Ah, stimmt. Wenn er von der Biene getroffen wird, wird er ja sauer. Ha, ganz vergessen. Cool, haben wir wieder ein Level gelöst. Und weiter geht's. Remember, often items have more than one use. Ja, haben wir gerade am eigenen Leib erfahren, das Ganze. Hier haben wir noch so einen Fellball. Da haben wir drei Bombos. Da unten ist die Torte. Und hier können wir... Schauen wir uns mal an. Passiert hier irgendwas von sich aus? Er ist sauer. Ach, er springt auch direkt los. Kann ich hier einen Fellball platzieren, auf den er dann drauf springt irgendwie? Und auf den Minen kann... Ich weiß ja nicht, ob das so gedacht war. Jetzt muss ich eigentlich nur die Bombos auslösen. Was natürlich nicht so einfach ist. Also, ich vermute mal, ich könnte die Bombos vielleicht... Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, was der Bombcard da drüben soll. Ich krieg keine Biene darunter geschossen, glaube ich, so einfach. Die Bienen fliegen ja weiter in die Richtung. Die prallen das wirklich nur einmal ab. Ich meine, was ich machen kann, ist natürlich hier einfach mal gucken, welchen Effekt ich mit dem Minecart erzielen kann. Ich vermute mal, ich kann den kleinen Eats... Ich kann den Minecart nicht sprengen mit einer Biene. Also das finde ich jetzt schwach. Ach so, ich kann den Minecart ja so sprengen. Ich brauche nur drauf zu klicken, ich Depp. Ja, das bringt nichts leider. Was macht der Minecart hier? Wenn ich jetzt hier... Weil ich sehe hier nicht schon wieder diese... Ne, ihr wisst, was ich meine. Diese Einbuchtung. Okay, damit könnte ich das hier auf jeden Fall aufsprengen, glaube ich. So. Jetzt muss ich ihn nur noch...
nur noch dazu bringen, dass er rüberspringt. Also, dass er nicht rüberspringt eben, sondern dass er... Ist das nur eine Timing-Geschichte? Es könnte fast nur, in Anführungszeichen, eine Timing-Angelegenheit sein. Dass man ihn im richtigen Augenblick erwischt im Sprung. Ja, so sieht's tatsächlich aus. Na. Das hat nicht geholfen. Aber, es sieht aus, als könnte es tatsächlich funktionieren, glaube ich. Das war jetzt viel zu spät, was ich gedrückt habe, sorry. Aber das kriegen wir schon hin. Zack. Ja, tatsächlich haben wir den Level gelöst. Sehr schön. Nächster Level. Die Mystery Levels. Mal gucken, wie viele wir noch haben. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube, naja, wir lassen uns überraschen. Auf jeden Fall, hier haben wir noch einen. Okay, der Kuchen ist hier eingemauert. Ejection Card. Wir haben einen Flippy Fungus, einen Bomb Card und einen Furball. Schon mal was passiert. Also hier dürfte er drüber springen, so wie ich das einschätze. Nicht mal. Kann ich ihn denn damit hier hochspringen lassen? Nicht wirklich. Mal ein bisschen weiter vor. So, und dann braucht es vermutlich... Vermutlich braucht es dann hier den Flippy Bomb... den Flippy Bomb Card. Ja, den Flippy Fungus und den Bomb Card, würde ich mal vermuten. Wenn er das schafft, hier hoch zu springen. Genau. Flippy Fungus. Oh. So, dann schauen wir dann doch lieber da rein. Und meine Idee ist gerade eher, dass ich das so... Aber, ach. Doch, das könnte funktionieren. Ich lege jetzt den Flippy-Fungus hier rein. Dann kann ich den abschießen, wenn er umgedreht hat quasi. Ihr wisst, was ich meine, ne? So, und den isst er dann halt leider nicht. Aber dann hat er auf dem Rückweg quasi den Flippy-Fungus vor sich liegen. Naja, oder er hat einen Flippy-Fungus-Hut, das kann natürlich auch sein. Naja. So, jetzt ist das Ding. Tja. Das funktioniert ja total gut. Jetzt frage ich mich erstmal, ob ich hier... Also, das reicht halt auch nicht, das Loch, ja. Moment. Kann ich hier irgendwie ein groß genuges Loch reinreißen? Okay, das funktioniert. Weil, ihr habt ja gerade schon gesehen, wozu brauche ich dann den Ejection Card, fragt sich. Mein Gedanke war gerade, ob ich ihn hierher zurücklaufen lasse, dann hier die Schwerkraft umdrehe und dann das da hier aufsprenge, dass er quasi reinfällt in den Kuchen. Na? Aber irgendwie ist der Plan noch nicht so perfekt, wie er das sein könnte. Okay. Das funktioniert auch nicht ganz. Das reicht nicht ganz, die Sprengkraft. Die reicht nicht ganz. Kann ich? Reicht das, um ihn darüber zu befördern? Nicht wirklich, okay. Also das da hier war, glaube ich, schon richtig, dass ich dahin komme. Schwierig. Also den lasse ich stehen. Jetzt schauen wir, dass er richtig positioniert ist schon mal. Ist er nicht. So. Sondern Pong Pong, dann liegt er hier. Er läuft, er dreht um.
probiere jetzt einfach nochmal das mit dem Flippy Fungus hier aus, um dann einfach mal zu gucken, wie er sich da oben bewegt. Das habe ich jetzt... Aua, aua, aua. Das habe ich jetzt vorhin nicht so gut sehen können. Ich habe nicht so drauf geachtet. Passt nicht. Ah, müssen wir jetzt die Position wieder haben. Badoinks, genau. So. Genau, und jetzt isst du deinen Flippy Fungus bitte richtig diesmal. So, daneben. Oh, ich gehe mal fast. Das war blöd. So, go. So. Es könnte sein, dass der Bombcard hier vorne dran irgendwie tatsächlich reicht. Das Loch ist, glaube ich, zu groß. Da kommt er nicht mehr raus. Ach, kein Kopfball, Alter. So. Jetzt nochmal Flippy Fungus über Eats rüberschießen, ohne dass er ihn wegkickt. Was gar nicht so einfach ist. Boink. Alter. Blöder Hase. Halt, da muss ich nicht klicken. So. Das war doof. Aber, ich lasse den doch nochmal gleich explodieren. Ich glaube trotzdem, er kommt da nicht durch. So, perfekt. So, und wenn er da jetzt hochkommt, das wäre ja fast perfekt. Ah, er springt drüber. Ha! Level gelöst. So, und das war's dann auch für heute. Wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge. Eats Munchies. Bis dann. Ciao.